Lufthansa 5 Sterne war gestern. Heute ist Lufthansa 4 Sterne wert bei Skytrax. ...2018 war ein Jahr bei der Lufthansa, wo man sich den 5 Sternen verschrieben hatte. Man wollte den Service verbessern und damit hatte man sich dann auch gerühmt, dass man in den heiligen Gral der Skytrax-Jünger mit 5-Sterne-Airline aufgenommen worden ist und damit auch, ja, wie soll ich sagen, besser ist als so jede andere europäische Fluggesellschaft. Aber auch wenn das der Fall ist, denkt daran, abonniert den Kanal, macht die Glocke an und ganz, ganz wichtig, vergesst nicht den Like-Button und aber auch unten zu kommentieren. Ja, jetzt ist der 5. Stern weg. Normalerweise geht es hier ja um mehr Meilen, mehr Punkte und mehr Status und vor allem Aviation News. Und das ist halt ein News. Wir erinnern uns alle an die Boeing 747, die da mit dem 5-Star-Hansa bestückt und beglückt wurde im Logo. Und Skytrax hat halt dieses Rating jetzt geändert. Und wie sollte man das nennen? Die Auszeichnung ist eine verdiente Anerkennung unserer großen Anstrengung, Lufthansa wieder zu einem weltweit führenden Premium Airlines zu machen. Damals waren das die heiligen Worte von Carsten Spohr. Ja, 4 Jahre später sieht die Welt anders aus. Und ich fand das auch immer sehr lustig. Warum? Ganz einfach, weil die Leute haben immer gesagt, Lufthansa 5-Sterne-Airline, keine 5-Sterne-Airline. Und Lufthansa war nie eine 5-Sterne-Airline. Und da muss ich leider Carsten Spohr sagen, sorry, aber 5 Sterne, das war bei euch nie der Fall. Warum? Ganz einfach. Dieser 5. Stern wurde vergeben für eine Business Class, die bis heute bei der Lufthansa noch nie geflogen ist. Das heißt also, dass man da eine Bewertung gegeben hat für etwas, was man eigentlich gar nicht bewerten kann. Und damit sieht man doch auch, wie lächerlich eigentlich Skytrax ist. Skytrax ist für viele, die sagen, dass man da sich den Titel kaufen kann. Und vielleicht hat Lufthansa nicht genug Geld gezahlt mehr für das nächste Audit. Ich weiß es nicht. Also das sind ja dann so, was man so hört. Ne? Also das ist ja jetzt nicht, dass ich das sage, dass das käuflich wäre, aber das sagt man vielen. Und nur noch die First Class von Lufthansa ist 5 Sterne wert. Der Rest ist 4 Sterne wert und jetzt kommt, die Economy ist nur noch 3,5 Sterne wert. Und da muss man halt einfach nur noch gucken, nach welchen Kriterien es geht. Und lass uns erstmal schauen, wer denn überhaupt eine 4-Sterne-Airline ist bei der Lufthansa. Natürlich, und zwar Air Canada, Air France, British Airways, KLM, Finnair sind alles 4 Sterne. Und die Lufthansa-Töchter, Austrian, Edelweiss, aber Swiss, die sind ja auch 4-Sterne-Fluggesellschaften. Und damit ist dieser 5-Sterne-Club ein rein asiatischer Club geworden. All Nippon, Airways, Asiana, Cathay, EVA, Garuda, Korean, Qatar, Singapur. Das sind Fluggesellschaften, die 5 Sterne noch haben. Und lustig ist natürlich, dass ein Sprecher von Lufthansa gesagt hat, es ist uns bekannt, dass es zu einer vorübergehenden Änderung der Einstufung durch Skytrax gekommen ist. Die Lufthansa-Gruppe investiert derzeit mehrere Milliarden in ein noch besseres Reiseerlebnis. Das ist mehr als je zuvor in der Geschichte des Konzerns. Diese beispiellosen Investitionen ziehen darauf ab, das Bord- und Bodenprodukt rundum zu erneuern. Wir stehen vor der Einführung eines neuen Spitzenprodukts auf der Langstrecke in allen 4 Reiseklassen, Premium, Economy, Business und First gleichzeitig. Ja, so sieht das aus. Dann gehen wir mal auf die Seite von Skytrax. Und da steht einfach drauf, Lufthansa is certified as a 4-star airline for the quality of its airport and onboard product and staff service. Product rating includes seats, amenities, food, beverages, in-flight entertainment, cleanliness, etc. And service rating is for both cabin staff and ground staff. Ja, da können wir einfach mal ins Detail gehen. Wenn wir uns einfach mal die Analyse angucken für die First Class. Und da sind es durchgängig, zumindest weil es beim Premium Check-In ist, 5 Sterne. Beim Check-In Staff sind es 4,5 Sterne. Bei Priority Boarding sind es 5 Sterne. Bei Staff Assistance on Arrival sind es 4. Transfer Service Assistance sind es 4. Arrival Lounge Facilities sind nochmal 5 Sterne. Mit der Priority Baggage Service auch nochmal 5 Sterne. Das First Class Terminal, natürlich, das ist 5 Sterne wert. Da kann ich auch echt nichts meckern.
Onboard-Produkt gibt es 4,5 Sterne, für Seat Comfort, Personal Space, Cabin Safety 4,5. Aber bei Komfort-Items wie Duvet, Pillows und Turndown, also das heißt, so wie das Bett gemacht wird, was die Decke ist und die Kissen, gibt es volle 5 Sterne. Dann, wenn man bei der Cabin Seat und Seat Cleanliness sich das Ganze anguckt, gibt es nochmal 4,5 Sterne. Also das heißt, die Sitze sollten in meinen Augen eigentlich sauberer sein. Man sieht ja auch teilweise, die Sitze sind abgerockt. Was sind eure Meinungen dazu? Ja, aber auch die Kabinentemperatur, das ist doch ein individuelles Ding. Also, sorry. Für den einen ist es zu warm, für den anderen ist es zu kalt. Ich glaube, es kann nie im Flugzeug richtig sein. Ich weiß nicht, wie geht's euch da? Da gibt es auch nur 4 Sterne für. Dann, wenn man die Waschraum, also die Waschraum-Sauberkeit sieht, da gibt es nochmal 4. Dann das Amenity-Kit gibt auch nochmal 4,5. In-Flight Entertainment gibt 4,5, was ich persönlich nicht verstehen kann. Wi-Fi-Service, ja, der ist top, da gibt es nur 4. Dann die Speisen sind 4,5 Sterne. Auch die Flexibilität, das heißt also Dine on Demand. Oder aber auch der Wein sind alles 4,5 Sterne und die Magazine und Newspaper geben nochmal 5 Sterne. Aber auch das Cabin Stuff kriegt 5 Sterne, also guckt es euch einfach mal an, es ist schon sehr, sehr krass. Und wenn man halt die Economy Class sich nochmal anschaut und anguckt, da ist es dann halt wirklich durchgängig so, dass es nur noch 4 Sterne gibt für die Check-In, für den Staff am Check-In, für die Boarding-Effizienz, für die Helfer vom Staff. Also da gibt es überall 4. Ausreißer nenne ich es jetzt einfach mal. Wäre bei der Cabin Safety Video und auch bei der Sauberkeit des Sitzes, da gibt es sogar 4,5. Und jetzt kommt der Knüller eigentlich, dass bei den Essen sind es nur 3 Sterne und bei der Qualität des Essens, was serviert wird, gibt es nur 3 Sterne und die Weine sind 3 Sterne. Kann man das eigentlich bewerten? Ich denke, Buy on Board ist kein 5-Sterne-Produkt, aber auch kein 4-Sterne-Produkt. Und das ist in meinen Augen halt immer etwas schwierig. Also insofern, Lufthansa, ihr seid jetzt eine 4-Sterne-Airline. Und wenn man sich halt die Kommentare anguckt, ich gehe da mal einfach mal in so Gruppen rein, beziehungsweise schau einfach mal, wenn man so Blogs sieht, was die Leute da drunter kommentieren, dann ist es doch in meinen Augen relativ spannend, was man da dann geboten kriegt an Aussagen. Lufthansa sollte keinen Stern bekommen, Lufthansa ist einfach nur scheiße. Das sind natürlich Aussagen, die da nicht wirklich uns weiterbringen. Warum? Ganz einfach, weil das ja keine sachlichen Aussagen sind, Leute. Da müssen wir uns doch einfach mal ganz klar sein. Also ihr wisst ja auch selber, wenn ihr hier drunter kommentiert und ihr macht dann so einen Quatsch-Kommentare, dann ist das einfach auch zu löschen. Wenn man halt nach guckt, dann gibt es einige Ausreißer, die halt einfach sagen, dass es vorne First Class auch das Lounge-Netzwerk völlig gerechtfertigt ist mit den Sternen, dann gibt es halt so Erstfluggesellschaft mit Holzklasse, Business und Billigflieger Image verdient keinen Stern. Das finde ich natürlich immer lustig und auch die 4 Sterne in der Businessklasse auf der Kurzstrecke sind immer noch zu viel, sagen Leute ganz einfach, dass die 4,5 einfach eine Frechheit war, einfach weil es halt Economy Class Sitze sind, obwohl da ein freier Sitzplatz ist. Oder aber, dass man natürlich sich jetzt freut, dass die Lufthansa endlich das hat, weil es fällig war. Und wenn man sich die Wettbewerber anguckt, die halt in dem 4-Sterne-Umfeld bei Lufthansa sind, dann sagt man, dass das Rating angemessen ist. Hainan und Garuda als 5-Sterne kann auch nichts sagen, aber andere Linien passen schon, wobei Emirates ehemals als einen 5. Stern verdient gehabt hätte. Aber auch hier gilt einfach, Leute, vielleicht zahlen die nicht genug. Ich weiß es nicht. Ist das ein bezahlter Titel? Was haltet ihr von Skytrax? Und auch hier einer wieder, der sagt, hey, kein Stern für die Business Class von der Lufthansa. Oder jemand sagt, dass man auffällt, dass hier im Forum oder auf den Seiten oft ein Umweltbewusstsein macht oder kritisiert, dass LH-Mitarbeiter streiken und deshalb Flüge ausfallen und LH zu teuer ist und auf der anderen Seite die Gulf Airlines liebt und favorisiert. Ja, gut, aber auch da ist das halt so, beim Golf ist auch nicht alles Gold, was glänzt.
Für mich persönlich ist Skytrax nicht wichtig. Für mich ist wichtig, dass der Flug pünktlich geht, dass der Punkt ist, dass es sicher ist und dass man von A nach B einfach kommt ohne Stress. Und das ist halt das, was in jetzigen Zeiten ein Riesendilemma und ein Problem ist in meinen Augen. Lufthansa lebt ja Serviceoffensive seit vielen Jahren. Vielleicht schafft es jetzt endlich mal. Ich glaube auch mit den neuen Sitzen. Mario und ich hatten die ja schon oft vorgestellt. Besonders die 350er mit den 4 Sitzen in der First Class vorne. Das sollte doch eine spannende Geschichte sein. Danke, dass ihr heute dabei wart, wieder bei Frequent Traveler TV, der zweiten Ausgabe an diesem heiligen Samstag, der echten Samstagsausgabe. Vergesst nicht zu kommentieren, zu abonnieren, vor allem bei dem Thema hier auch ein Like dazulassen und natürlich auch die Glocke anzumachen. Aber bei den Kommentaren bleibt sauber, macht da keinen Quatsch, weil wir löschen es einfach, wenn es einfach nicht passt vom Stil her. Bei aller Kritik, die gerechtfertigt ist, die könnt ihr natürlich immer bringen. Und aber einfach darum sudern, wie der Österreicher sagt, das bringt's nicht. Also danke, dass ihr heute dabei wart und bis morgen wieder zum Lufthansa-Spezial. Da werde ich das mit Mario wahrscheinlich nochmal aufgreifen, das Thema, und so ein bisschen besprechen. Mario ist ja schon in Feierlaune, weil er ja bald wieder in die USA fliegen darf. Gab da ja auch bei ihm Zeit. Also, danke, dass ihr heute dabei wart. Bis dann. Ciao.